Das ist das heutige Ranking der Dancing Stars Jury nach 6 Einzeltänzen und 3 Tanzduellen. Also es sind Michi und Vadim, ex aequo mit Silvia und Danilo auf dem ersten Platz mit 6 Wertungspunkten. Und auf dem letzten Platz sind es jetzt Norbert und Katharina mit noch 2 Wertungspunkten. Aber es gibt ja noch bis zu 6 Punkte für Ihre Anrufe und SMS. Und erst wer dann die wenigsten Punkte hat, muss die Show verlassen. Und wer das ist, das erfahren wir jetzt bei Dancing Stars, die Entscheidung. Herzlich willkommen bei Dancing Stars, die Entscheidung. Ja, das war eine spannende Premiere, wie ich finde. Die ersten Tanzduelle im Dancing Stars Ballroom haben wir gesehen. Und während die Paare hier gegeneinander getanzt haben, haben sie zu Hause gemeinsam mit der Jury entschieden, welche 5 Paare nächsten Freitag weiter tanzen. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle noch einmal betonen. Jury und Publikum haben gemeinsam entschieden oder entscheiden gemeinsam, wer weiterkommt. In dieser Show wird niemand rausgewählt. Aber weil wir in der nächsten Show noch 5 Plätze frei haben, bleibt auch heute wieder ein Paar, nämlich das mit den wenigsten Wertungspunkten, auf der Strecke. Das Voting ist beendet. Sie brauchen nicht mehr anrufen. So ist es. Ihre Stimmen werden jetzt mit den Jurypunkten kombiniert und wie immer achtet eine Notarin oder ein Notar darauf, dass da alles regelkonform zugeht. Und heute bedanken wir uns bei Frau Magistra Patricia Schuller-Köhler. Sie wird sich freuen. Wir versprechen an dieser Stelle ein ganz sicher schnelleres Ergebnis als bei der US-Präsidentschaftswahl. Aber ein bisschen wird es doch noch dauern. Deswegen genießen wir doch noch einmal, was heute im Ballroom Schönes passiert ist. Und schon ändert sich deine Politik. Kein Bass und keine Actionheld. Kein Staat und kein Mafiageld. Frauen regieren die Nächsten Freitag gibt es hier bei Dancing Stars wieder ein dichtes Programm, denn die 5 Paare, die weiterkommen, die tanzen gleich 2 Tänze. Die Frage ist natürlich, für welche 5 Paare beginnt ab morgen diese außerordentlich harte Trainingswoche? Welches Paar darf bzw. muss sich ab morgen entspannen? Das verkünden wir jetzt.
Ja, aber es sei auch nochmal festgehalten, die Reihenfolge, wie wir jetzt die Paare nennen, die weiter sind, das ist eine rein zufällige, das hat nichts damit zu tun, wie viele Jurypunkte und wie viele Publikumsstimmen ein Paar bekommen hat. Ja, und das gilt bis zum fünften Paar, das dann hier unten im Ballroom noch zittern muss. Eigentlich sind es ja zwei Paare, die noch zittern. Eines hat insgesamt die wenigsten Wertungspunkte, das andere hat vielleicht die meisten Anrufe und SMS von Ihnen zu Hause bekommen. Christina, es ist soweit. Du fängst an. Ich fange an. Wir sind nächsten Freitag gespannt auf die zwei neuen Einzeltänze von folgendem Paar. Weiter sind Norbert und Katharina. Für wen hat sich heute sowohl der Einzeltanz als auch das Tanzduell ausgezahlt? Ebenfalls nächsten Freitag wieder dabei sind Cesar und Conny. Wer trifft sich schon morgen wieder im Trainingsraum, um zwei ganz neue Tänze zu trainieren? Es sind Silvia und Danilo. Bei drei Paaren hat die Glückshormonproduktion schon eingesetzt. Bei drei anderen Paaren sprudeln noch die Stresshormone. Das vierte Paar, das wir in die nächste Runde schicken, besteht aus folgenden beiden Namen. Michi und Vadim. Und damit bitten wir die letzten zwei Paare zu uns aufs Parkett. Andi und Vesela. Und Natalia und Stefan. Bitte kommt zu uns. Also bei uns stehen jetzt Andi und Vesela und dann Natalia und Stefan. Beide kennen die Situation. Beide waren hier schon einmal herunten und haben sich schon einmal einen abgezittert. Und
haben gesagt, das muss ich wahrscheinlich oder hoffentlich nie mehr durchmachen. Und ich kann euch beruhigen, ein Paar hat es eh gleich hinter sich. Das andere, ich kann euch gar nicht anschauen. Klaus macht es wahnsinnig spannend. Wir fragen aber noch vor der Entscheidungsverkündung unsere Jury. Starten bei Dirk. Wer wäre für nächsten Freitag für dich das spannendere Paar? Beide Paare haben sich wirklich sehr verbessert. Sehr schade, aber heute muss ich sagen, auf jeden Fall Natalia. Okay, Carina, wen würdest du in die nächste Runde weiterschicken? Klaus, wie kannst du dabei noch lachen? Ja, weil ich dich anschaue, da lächle ich automatisch. Das ist aber überhaupt nicht lustig, was gerade passiert. Nein, natürlich nicht. Beide Paare sind uns allen und mir schon ans Herz gewachsen. Und obwohl beide tänzerisch gleich schlecht sind, oder sagen wir so, Natalia ist tänzerisch besser als Andi, aber Andi hat sich enorm in seinen Rahmen enorm verbessert und der Tanz ist ein Teil seines Lebens geworden, das sieht man schon in seinen Augen. Ich weiß ganz genau, dass beide am Weinen sind, falls sie gehen müssen. Es ist unglaublich. Aber ich weiß es nicht, für wem die Zuschauer mehr angerufen haben, aber jetzt, wenn man rein tänzerisch, es ist nicht meine persönliche, es ist meine als Jurorin Jobtour. Machen wir ein bisschen schneller. Die professionelle Meinung, gut. Professionelle Meinung. Dann würde Andi gehen. Okay. Obwohl es mir auch. Also Natalia würde hier bleiben. Ja. Okay. Danke, Carina. Bolasch. Egal, wie es uns wehtut, wir kennen alle die Regeln, das ist ein Wettkampf. Ein Paar geht weiter und ein Paar muss gehen. Das ist die Voraussetzung dazu, dass ein Paar zum Schluss ganz oben stehen kann. Die Entscheidung klarerweise schwer, aber in so einer Situation muss der heutige Tag quasi die entscheidende Rolle spielen. Und am heutigen Tag hat die bessere Leistung Natalia abgeliefert. Also das waren jetzt die Kommentare der Jury, die letzten Worte der Jury. Eines dieser beiden Paare wird auch jetzt gleich seine letzten Worte sprechen. Welches Paar wird das sein? Welches Paar ist denn weiter? Jury und Publikum haben wieder gemeinsam entschieden. Ebenfalls nächsten Freitag wieder mit dabei sind Natalia und Stefan. Da ist jetzt ganz große Erleichterung. Hier nicht so, aber es ist für jeden einmal der Punkt. Auch nächste Woche wieder. Bitte vielleicht um eure letzten Worte. Andi. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen vom ORF und vor allen Dingen bei dieser großen Dancing Stars Familie recht herzlich bedanken. Mein erster Dank gilt der Andrea Heinrich, die mich dazu überredet hat, hier mitzumachen. Danke vielmals. Und mein zweiter Dank gilt meiner Tanzpartnerin der Wesi. Sie hat Unmenschliches geleistet. Eine Frage noch für mich. Hättest du dir gedacht, dass dich Dancing Stars so hineinziehen wird? Habe ich mir nicht gedacht, aber es ist mit jedem Tag ist es schöner geworden und ich habe es genossen und habe extrem viel Spaß gehabt und habe extrem viele liebe Menschen kennengelernt. Da oben meine Kollegen, die Jury, danke für alles, super.
Christina, Klaus, danke. Wirklich, danke, danke. Astrid, Michi, ich könnte Tausende aufzählen. Ich will auch sagen, vielen Dank für diese schöne Reise mit dir. Ich habe mich so gefreut, dich kennenzulernen. Du bist mir so tief im Herzen gelandet und ich bin stolz auf dich. Danke. Da fällt der Abschied schon fast ein bisschen leicht. Ha? Dankeschön, Andi und Wessela. Und bitte Andi weitersagen, dass ein paar Kollegen von dir das nächste Mal dabei sind. Auch nochmal Gratulation ans Weiterkommen, Natalia und Stefan. Ja, Weiterkommen heißt, 5 Paare tanzen nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns auf die nächste Show. Die Telefonleitungen sind bereits wieder geöffnet. Sie können sehr gerne anrufen und Ihre Favoritenpaare unterstützen. Hier in ORF 1 geht es weiter mit Was gibt es Neues? Bei uns gibt es dann wieder etwas Neues am nächsten Freitag. ORF 1 bei Dancing Stars.